Wir kommen jetzt mit eben leichter Verspätung mal zum BVB. Auch über die wollen wir natürlich sprechen. Ein 2:0 Auftaktsieg zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit dem neuen Trainer Nuri Sahin. Und auch da wollen wir natürlich mal auf die Pressekonferenz nach dem Spiel schauen. Große Freude natürlich, auch eine gewisse Erleichterung, klar, darüber brauchen wir nicht hinwegreden, weil es schon, es gibt andere Auftaktgegner, einfachere Auftaktgegner als Eintracht Frankfurt, die in meinen Augen eine sehr, sehr gute Mannschaft mit einem ganz klaren Plan haben, und da war es wichtig, gut in die Saison zu starten, und es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, es fühlt sich immer noch sehr, sehr gut an, und war auch eine, ja, gewissermaßen eine Erleichterung, klar. War für Sie schon ein Sahin-BVB erkennbar? Ist zu früh. Jedenfalls, so wie sie spielen wollen mit den Neuzugängen und wie sich diese Mannschaft präsentiert, da muss man, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist schon eine Idee, so wie Sahin das Spielbild. Die ist aber nicht so furchtbar viel anders als das, was sie auch gerne unter Terzic gespielt hätten. Dass die erste Halbzeit nicht so dolle war, weiß auch Sahin. Frankfurt ist gut, aber ist Frankfurt so gut, dass sie dich so zum Teil, herspielen ist ein großes Wort, aber dass sie dir dermaßen Probleme bereiten wie die Eintracht in der ersten Halbzeit, da ist noch genug zu tun. Aber da habe ich ja vorhin gesagt, alle da oben müssen noch ein bisschen was zulegen. Werden sie auch. Sahin hat ja schon seine Spuren hinterlassen jetzt in Dortmund, tritt sehr, sehr selbstbewusst auf, ist bei jedem Training laut mit dabei, hat Spielern Ansagen gemacht, wie es mit der Zukunft aussieht, hat das auch teilweise öffentlich formuliert, gerade im Fall Moukoko. Das wirkt schon, ja, sehr, sehr breite Brust bei ihm. Nehmen Sie ihm das ab? Ist er diese Persönlichkeit oder ist das jetzt auch der Anfangsschub? Also ich war, als er noch Spieler war, ein großer Fan von ihm, weil ich ihn in seiner ganzen Art mag. Ich glaube, dass er authentisch ist, dass er nicht rumschreit, wenn er rumgrölen würde und alle würden sagen, was ist mit dem, ist er verrückt geworden, der war doch früher ganz anders. Der ist klar in seinem Ding, aber er hat noch nichts auf der Naht, noch nichts groß gewonnen, noch nichts groß verloren, ähnlich wie Kompany. Das ist schon eine andere Hausnummer dann, auch der BVB. Auf der anderen Seite, was wollen Sie von ihm? Soll er verzagt in der Ecke sitzen und sagen, lasst mich doch mal, ich traue mich selber noch nicht so ganz, was mache ich hier? Dann hätte er sagen sollen, Nummer ist mir zu groß. Man hat ihn gefragt, man wollte ihn, er hat gesagt, das kann ich. Und dann muss er die Dinge klar benennen. Wenn er das nicht tut, wird's intern kommt nicht, was wir davon halten, sondern dann kannst du eine Mannschaft nicht führen. Weil auch da sind ein paar gestandene Herrschaften, die dann sagen, oh, Ausbildungstrainer. Dasselbe ist bei Bayern der Fall. Es darf nie passieren, dass in der Kabine gesagt wird, oh, der macht das, der macht nur das, was ihm von oben gesagt wird, und dann ist er auch noch ein bisschen scheu und so. Das vertragen solche Kader nicht wie Dortmund oder schon gar nicht Bayern. Matchwinner beim BVB jetzt am Wochenende war Jamie Gittens. Das Ball nur lassen wir jetzt weg. Der ist im Sommer einen großen Schritt vorangekommen und das war dann auch Thema. Darüber hat Nuri Sahin gesprochen. Jamie hat sehr, sehr hohe Ansprüche und wir natürlich auch. Wir haben hohe Erwartungen und ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit ihm geführt und ihm auch gesagt, ich glaube nicht, dass er in den letzten Jahren, wo er jetzt gerade beim Tor zwei Übersteiger macht, dann hätte er vielleicht nochmal einen Haken gemacht. Und das hat er schon in der Vorbereitung angedeutet, dass er sich dahin entwickeln will, dass er sich auch über Tore und Assists definiert. Und die Szene beschreibt eigentlich seine Entwicklung am besten. Schnörkellos, Übersteiger und dann ab in die Kiste, und das war sehr, sehr gut, und daran messen wir auch natürlich unsere Spieler, und das erwarte ich von meinen Spielern, dass sie von der Bank auch eine Qualität bringen. Heute haben alle fünf gezündet, alle fünf haben uns geholfen, dass wir den Sieg geholt haben, und das freut mich extrem. Herr Reif, bei Bild haben wir getitelt nach diesem Spiel, halber Name, doppelt so gut. Ja. Dass der gut ist, aber sie hatten schon einige, die so gut schienen oder gut waren und das dann nicht durchgehalten haben. Der wird jetzt natürlich auch sagen, zwei Tore, das ist eine Bewerbung für nächste Woche, am Wochenende möchte ich spielen. War er die gesetzte Nummer? Nein, er kam von der Bank. Aber das ist ein sehr, sehr guter junger Spieler.
Und da vorne ist Platz. Und sie werden auch Dortmund mit seinen Ansprüchen werden auch eine Bank brauchen, die so ist. Und dann wird sich mancher, der eigentlich sich für gesetzt hielt, draußen finden. Und wenn Gittens so spielt, gibt es sehr, sehr wenig Argumente zu sagen, nee, mache ich nicht. Ein anderer junger Spieler, bei dem es in Dortmund genau umgekehrt aussieht, ist Youssoufa Moukoko. Der hat keine Perspektive mehr. Daraus macht auch niemand in Dortmund ein Geheimnis. Jetzt ist Nizza ein Thema. Ist Frankreich für ihn der richtige Ort, um wieder Fußball zu spielen? Der zweite Teil der Frage stimmt. Fußball spielen, egal wo. Das ist schiefgegangen. In Dortmund machen sie ja nicht alles richtig. So. Und offenbar haben sie in letzter Saison wirklich gesagt, du kriegst hier Einsatzzeiten, wir wollen mit dir. Ob das, was sein Berater da nach draußen ziemlich laut geblökt hat, ob das stimmte, dass man sich dann nicht dran gehalten hat oder ob er die Form nicht geliefert hat. Auf der anderen Seite, wenn sie bei so jungen Kerlen, die Form kommt nicht. Das ist nicht Pizarro, den du nachts um drei wecken konntest, sagen, spielst du morgen 10 Minuten, ich bring meinen Pizarro halt mit. Bei so Jungs, die müssen kicken, damit sie die Form kriegen. Wenn sie aber nicht kicken, kriegen sie die Form nicht. Und wenn sie die Form nicht haben, kicken sie nicht. Und das ist die Falle. Und das ist die Gefahr bei so Jungs. Und deswegen, jeder Club, Nizza ist okay, das ist nicht das oberste Regal in Frankreich, aber schon ein oberes Drittel. Und wenn er da kicken kann, ist es erstmal gut. Und das ist eine Ausleihe. Und dann wird sich auch ein bisschen der Dampf da legen, der da entstanden ist, oder der üble Geruch, Berater, er, der Club, jetzt. Und vielleicht kriegen sie ja dann doch den Moukoko zurück, in den sie mal so große Hoffnung gesetzt haben. Viele Vereine schreckten jetzt in diesem Poker um Moukoko auch vor dem Gehalt zurück. Der Vertrag wurde verlängert, ich glaube, vor ungefähr 1,5 Jahren. Und da wurde auch ein Handgeld, was nicht sofort ausgezahlt werden sollte, dann noch draufgeschlagen, jetzt aufs Grundgehalt. Insgesamt soll das jetzt bei 8,5 Millionen brutto jährlich liegen. Für einen jetzt 19-Jährigen, damals, ich schätze, 18-Jährigen beim Abschluss des Vertrages. Dortmund macht nicht alles richtig. Kann das, aber das ist ja nicht nur nicht richtig, das ist ja falsch. Nein, es ist schiefgegangen. Nochmal, sie haben damals gedacht, also sie wissen doch, wie der Junge performt hat, dieses idiotische Wort. Von der C-Jugend an hat er, glaube ich, dann immer 2 Mannschaften höher gespielt und Jugendnationalmannschaft und immer ein Wunderkind. Dann haben sie geguckt, stimmt sein Geburtsdatum überhaupt? Dann haben sie sich geeinigt, doch stimmt. So. Und das war die große, das wird der neue Mittelstürmer der richtige. Und dann kamen die Haalands und kamen noch andere und wieder einer. Und Moukoko mal 3 Minuten, 4 Minuten und dass der dann unglücklich wurde. Aber sie wollten ihn auch per Gehalt offenbar, koste es, was es wolle, halten. Und das war ein massiver Fehler offensichtlich, denn jetzt muss man ihn verleihen und ich kenne den Vertrag nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Nizza für eine 19-Jährige, dass sie 8,5 Millionen zahlen, wenn es denn die 8,5 sind, da wird Dortmund schon noch ein bisschen Taschengeld mitgeben müssen für die Saison. Es gibt noch einen anderen Namen bei Dortmund, für den sieht es plötzlich wieder ein bisschen besser aus, Giovanni Reyna, der war ja mal Wunderkind. Großes Versprechen. Ja. Wunderbarer Spieler. Jetzt ist es sehr ruhig geworden. Seit Jahren die Leihe nach Nottingham jetzt im vergangenen halben Jahr hat auch nicht funktioniert. Jetzt wurde er aber wieder eingewechselt und es gab auch jetzt Stimmen nach dem Spiel. Sebastian Kehl hat gesagt, wir brauchen ihn, er kennt seine Rolle, wir setzen auf ihn. Das ist eine Entwicklung, konnte man nicht mitrechnen. Nee, Neuzugang. Und das ist doch schön, wenn dir einer plötzlich in die Bude schneit, der dir schon gehört. Und du musst nichts verändern, sondern das, was du dir von dem mal versprochen hast, ist in Ansätzen offenbar wieder da. Das ist, für den Jungen ist es doch super, der ist noch nicht so alt. Und dann Nottingham und das und jenes und das. Du hast das Gefühl, jetzt geht's los und wann sehe ich dich in der dritten Liga oder irgendwo Amerika, egal was. Aber dass der das Potenzial hat, haben wir doch alle gesehen, was der für Spiele abgeliefert hat. Wenn das wiederkommt, dann macht Dortmund alles richtig. Sie haben ja manchmal so Momente, Herr Reif, wo Sie sagen, ja, ich habe da was gehört und da war vielleicht was. Weil bei Reyna können sich ja so viele Menschen nicht erklären, warum der diesen Weg nicht weitergehen konnte. Ist auch für Sie schwierig, das zu verstehen?
junge Menschen neigen dann manchmal dazu, falsche Ansprüche zu stellen, Dinge nicht ganz so weiter zu verfolgen. Der wirkte in sehr jungen Jahren wirkte der sehr ernst, fokussiert, sehr seriös. Und dann irgendwann mal wurde es so fragil. Du hast ihn im Spiel gesehen, so, dann war der so plötzlich viel schmächtiger als seine Statur eigentlich. Und da hat der das aber Privileg junger Menschen, hat da offenbar ein, zwei falsche Abzweigungen gemacht, und sei es nur im Kopf, und dann vielleicht den einfacheren Weg gehen wollen. Jetzt, so wie ich höre, sagt er, jetzt, ich bin hier und jetzt will ich spielen und ich werde euch zeigen, ich kann das. Das ist der nächste Schritt. Aber nochmal, mit dem Vorwurf wird Dortmund leben können, wenn ihn plötzlich ein Giovanni Reyna in die Bude schneit. Und das ist, und da steckt auch wirklich Reyna drin in dem Trikot. Wir werden das weiter beobachten, wie es für Reyna in Dortmund weitergeht. Ein Thema noch, Herr Reif, ein politischer Nebenkriegsschauplatz und leider sogar fast wortwörtlich. Die BVB-Fans haben protestiert gegen diesen Deal mit Rheinmetall, Sponsor des BVB. Es gab zahlreiche Banner. Jetzt gibt es die eine Seite, die sagen, das ist nur menschlich, gegen Rüstungskonzerne oder gegen Deals mit Rüstungskonzernen zu protestieren. Die anderen sagen, in einer Zeit wie heute naiv, weil eben Waffen auch gebraucht werden. Das ist die Realität. Wo stehen Sie da? Gott sei Dank muss ich da keine Entscheidung treffen. Das ist immer die Frage, wie man dann in so einem Club mit, und zu dem Club gehört dann auch der, und in Dortmund besonders, weil sie das ja auch so wollen, gehört ja dann der Anhang. Wie geht man miteinander um? Ist das offen kommuniziert worden? Die einen sagen so, die anderen so. In Dortmund hat man gerne immer so die reine Lehre, die wahre Liebe, echte Liebe und alles immer so fürchterlich großartig. Da offensichtlich gibt es ein Kommunikationsleck. Und man kann, es gibt Argumente dafür zu sagen, was will ein Club mit Rheinmetall, mit einem Rüstungskonzern? Gibt es nicht andere Sponsoren und muss man dann jedes Geld nehmen? Und auf der anderen Seite gibt man, was ist verwerflich an Waffenindustrie? Deutschland hat enorme Waffenexporte und da hängen viele Arbeitsplätze dran. Also die reine Lehre gibt es da nicht. Es gibt aber einen Kodex, wie man miteinander umgeht. Und da offensichtlich gibt es Wahrnehmungsunterschiede von der Vereinsführungsseite und von den Fangruppierungen. Ich kann mich erinnern, dass Hans-Joachim Watzke diesen Deal auch einmal zum Ende der vergangenen Saison erklärt hat. Aber ja, das muss ja nicht die Meinungsverschiedenheiten auflösen. Nein, und das auch, man darf in einem Club auch diskutieren. Und es muss ja nicht immer das Wort des großen Vorsitzenden die letzte Wahrheit sein. Kann ja sein, dass, wie gesagt, Diskussionsbedarf. Und dann ist die Frage, wie gehen Sie miteinander um? Wenn sich hier der Anhang von der Mannschaft verabschiedet, das wäre schlimm.